Wir gehen es jetzt an. Liebe Andrea, Viertel, gell? Genau. Du hast mich angeschrieben und, oder hast mir was zukommen lassen und ich habe mich mit dir in Verbindung gesetzt bezüglich Information, was du magst. Magst du dir vorstellen? Ja, gern. Kannst du einen Kamera schauen? Okay, also ich bin Energetikerin und Bewusstseinstrainer bei Free Spirit. Und ich habe die Wohlfühlpraxis hier in Graz, wo ich meine Vision verwirklichen kann. Ja, soll ich eher, kann auch sagen, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, gleich, oder? Ja, wir kommen zu einer Vision. Wir kommen zu einer Vision, ja. Diese Geschichte ist eigentlich ein besonderes Erlebnis. Ich habe mit 46 so kaputte Knie gehabt, schwere Arthrose, dass die Schulmedizin gemeint hat, das helfen nur noch zuerst Spritzenkur und ab 50 künstliche Knie, beide Knie. Schmerzen gehabt ohne Ende, beim Aufstehen von jedem Stuhl, bei der Treppe, also ich konnte keinen Sport machen, nichts mehr. Und ich bin dann zum Free Spirit Bewusstseinstraining Kurs gefahren, gar nicht wegen der Knie, sondern eigentlich, weil es mich interessiert hat, es gibt einfach viel mehr, was ich wissen wollte, reine Neugierde. Und dort habe ich dann in einfachen Übungen ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, eine Überzeugung, wie ich mir die kaputten Knie erschaffen habe. Nämlich mit 18 hatte ich einen Skiunfall, damals Gips bis rauf. Und da war es so, dass man dann keine Physiotherapie, nichts gemacht hat. Und ich habe gemerkt, okay, es geht so einigermaßen bei Extremsport. Ich habe viel Sport gemacht, Schmerzen noch, aber es geht. Und da war plötzlich dann der Gedanke da, ja, okay, jetzt kannst du wieder laufen, das ist okay. Und mei, wenn ich alt bin, bin ich halt im Rollstuhl. Wie man oft jung und dumm denkt. Und das war aber im Unterbewusstsein versteckt. Beim Free Spirit Kurs ist es wieder aufgetaucht und ich habe mir gedacht, oh, wenn ich das mir so erschaffen habe, dann geht es auch in die andere Richtung. Und da gibt es ganz tolle Werkzeuge dort, wie man sich zu helfen weiß, wenn man auch mit Schmerzen wieder sein Knie gesund machen kann, indem man sich wirklich diese Überzeugung ändert und sagt, okay, meine Knie sind gesund. Und nachdem das aber ja doch nicht so einfach war, die Knie haben ja geschmerzt und waren so dick, habe ich mir auch noch erschaffen, alles ist möglich. Und nach einem Jahr war ich schmerzfrei, war ich gesund, habe nur mehr Muskelaufbau gemacht. Ich mache heute jeden Sport wieder, ich mache Crossfit, ich gehe Skifahren, ich gehe wandern. Ich behaupte, die Knorpel sind nachgewachsen, es tut nichts mehr weh, ich spüre nichts mehr. Und das hat mich dazu bewogen, meine Wohlfühlpraxis zu machen, weil ich einfach diese Erfahrung weitergeben will. Ja. Ein schönes Erlebnis. Aber wo steckt die Essenz drinnen, wo du gesagt hast, oder was du erkannt hast, du kannst es. Ich habe mir das selber geschaffen, jetzt schaffe ich das andere, was mir auch wieder gesund macht, auch selber. Was ist denn das? Oder wo ist das versteckt? Das ist dieses Vertrauen, dass wir Schöpfer sind. Wir sind nicht Opfer der Umstände. Und das habe ich auch bei Free Spirit gelernt. Wir sind nicht Schöpfer der Umstände. Wir können uns alles erschaffen. Und das finde ich jetzt so wichtig in der Zeit jetzt überhaupt. Was ja, die Menschen brauchen das. Die Menschen brauchen das. Genau, genau. Und das war für mich so dieses, ach, wie super. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich je eine eigene Praxis habe. Ich mache Vorträge, ich gebe Vorträge. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich je, ich habe immer Probleme gehabt, vor Menschen zu sprechen, dass ich plötzlich Vorträge halten kann. Das geht, wenn man wirklich an sich, ja, ins Vertrauen geht, an sich arbeitet, die Ängste integriert, nennen wir es bei Free Spirit, und es ist dort einfach die beste Unterstützung. Ich kann nur jedem sagen, jeder soll dorthin gehen. Weil wie stehst du dann zu der Seele, zu deiner Seele? Ist die da in Bezug drinnen oder wird sie anders genannt, mit der was man kommuniziert, und ist sicher die Seele als das, was das noch an was du denkst, in deinem Umfeld, netter, das beginnt, dein Körper noch neu herzurichten. Das heißt, er hat die Fähigkeit, den Körper zu bauen, weil sie bauen ja, je nachdem, wie du denkst, baut sie vehement um, aber du gehst tiefer mit dem und du hast ja das erkannt, dass du dich schöpfen kannst, dass du der Schöpfer bist und die Seele eigentlich, dein Moment, wo sie sieht, dass der Mensch und die Seele eins sind,
dann beginnt sie zu schöpfen. Und der Mensch kann sich halt sichtbar anschauen, so wie er möchte. Ne? Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich sehe Körper, Seele, Geist. Ja? Und Geist und Seele, also Geist ist noch über der Seele. Und wir sind nicht der Körper, sondern wir haben den Körper. Genau, das heißt, ja, wenn wir in unserem Geist, in unserem Bewusstsein was verändern, dann verändert sich es in der Seele und verändert sich in Folge auch im Körper. Ja, ich sehe es genauso, wie es du gesagt hast. Ne? Es ist schwierig, einem Menschen, der was sagt, ich habe zwar Seele, aber will gar nicht reden darüber. Mhm. Ne? Und du lebst ja dieses Beispiel, weil du magst es ja, du sagst ja, naja, du musst in dein Vertrauen gehen, du musst in dich selber, dass du das magst. Niemand anderer, es kann niemand anderer genau machen, aber man braucht die Menschen, die anderen Menschen zum Erkennen, zum Verstehen, zum Anschauen, dass man nachdenkt, das sagt, ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber wenn das dort funktioniert, dann probiere ich es halt einmal, nicht? Und der erste Schritt getan, nicht? Und dann geht's los. Genau, so geht's. Es ist einfach immer nur das Wichtige, und vor dem schrecken die Menschen zurück, wir müssen auch unsere Schattenseiten anschauen. Also es hilft jetzt nichts, sich hinzustellen und sagen, okay, ich erschaffe mir jetzt meine Traumwelt. Wenn ich nicht schaue, okay, was glaube ich wirklich? Was ist, wovor habe ich Angst? Was taucht auf an negativen Überzeugungen, die in mir verankert sind, wo ich einfach ja, über Jahre vielleicht auch nur dahin indoktriniert worden bin, was ich gar nicht so jetzt... viel kann ich lernen und vom Verstand her verstehen, aber drunter ist immer noch was anderes, was glaube ich wirklich, und das ist der Geist. Genau, also grundsätzlich viele verfluchen ja das Ego und ich muss weg vom Ego und so, also ich finde das Ego schon auch unterstützend. Um das Ego, das bin ich. Aber es gibt auch noch so ein höheres Selbst dahinter. Und das, glaube ich, ist einfach zu schauen, was sagt der Verstand, was will ich jetzt, wozu habe ich Lust, was muss ich jetzt durchsetzen und was fühle ich, was ich wirklich will. Da ist das höhere Selbst dann dahinter. Ja. Das bin dann nicht ich, das ist die Andrea, aber das ist eben mein höheres Selbst, wo, da sind die Gefühle drin, wo du genau, wo ist, wie du meinst, da schade ich niemanden. Dann mache ich zwar das, was ich gern will, was ich von Herzen gern will, aber das geht eigentlich immer zum Wohle der anderen. Ja. Und das ist auch im Sinne von, also ich bin auch sehr gläubig im Sinne von Gott und in, ja, einfach im Dienste des Nächsten. Ja, das sind sehr viele Menschen, manche wissen es ja gar nicht, denen unter der Kirche oder unter, auch in der Behörde drinnen, wenn Menschen hinkommen mit Problemen und sagen, ich brauche die Hilfe, dann kommt diese Hilfe. Ich muss nur sagen, ich brauche deine oder ihre Hilfe, dann wird der seine Hilfe, was er möglich ist, mobilisieren und sagen, okay, was mir möglich ist, aber das andere musst du selber machen. Nicht? Ich kann die Stadt nicht öffnen. Nicht? Gut, ich habe mir da ein paar so Sachen aufgeschrieben, ich habe in deiner Webseite ein bisschen geschaut. Wie bist du zu deiner Tätigkeit als Energetikerin gekommen? Das hast du uns schon erzählt. Ne? Dann haben wir notiert, wie kannst du die Menschen unterstützen, glücklich und gesund zu werden? Ja, glücklich und gesund ist ja mein Motto, das hängt überall in meiner Werbung. Ja, und ich unterstütze sie, indem ich Zeit, mir Zeit nehme, Zeit habe für ihre Probleme, für ihre Beschwerden. Und ich höre mir einfach einmal immer an, was die Menschen zu sagen haben. Und da ist es für mich dann ganz wichtig zu schauen, also es kommen natürlich Menschen her mit Schmerzen zum Großteil. Wo ist die Ursache? Ja? Nicht nur, manche sind auch enttäuscht, dass ich nicht gleich die Symptome wegmache nach einer Behandlung, aber wir finden die Ursache. Und die Ursache kann auch sehr oft nur im Gefühl sein oder in Ängsten sein oder Überzeugungen. Zum Beispiel, es ist normal, dass mein Alter Schmerzen hat. Das ist eine Überzeugung, die ist bei uns gang und gäbe. Dann haben wir es auch. Dann hast du es auch. Wenn du sagst, ab 50 ist normal, dass es zwickt, dann wird es zwicken. Das Universum gibt uns immer das, was wir wollen. Wir werden es immer bestätigt haben. Da kann ich schon viel tun. Und dann gehe ich individuell auf die Klienten ein und schaue einfach, okay, welche energetische Arbeit passt jetzt dazu. Also das kann die geistige Wirbelsäulenaufrichtung sein, das kann Aura-Chirurgie sein, Biokybernetik, Multiwellen-Oszillator oder ganz viel. Ne? Das habe ich auch in meiner Liste stehen. Ja. Und da liegen wir noch. Gut, die nächste Frage ist ganz einfach,
was ist die geistige Wirbelsäulenaufrichtung, was ich da gesehen habe? Geistig. Erklärst du auch das, was du unter geistig verstehst? Geistig ist für mich energetisch, also schon. Aber es beginnt auch da ein Bewusstsein. Also die Wirbelsäule ist feinstofflich betrachtet der Speicher der ganzen Kindheit. Das heißt, alles, was du als Kind Negatives erlebt hast, jede negative Emotion, jedes negative Gefühl, da zieht sich die Muskulatur, die Faszien zusammen und die Wirbelsäule kriegt sowas wie einen Stempel aufgedrückt. Und da hast du vielleicht später dann Probleme, wobei die müssen nicht auf der Wirbelsäule sein, weil die Wirbelsäule ist das Zentrum meines Körpers, sondern alles hängt sowohl physisch als auch energetisch an der Wirbelsäule. Jedes Organ, jedes Gelenk, Arme, Beine, Knie, Ellbogen, egal. Und ich gehe dann mit den Klienten eigentlich immer zuerst ein bisschen in die Vergangenheit, wir machen eine Reise in die Kindheit und schauen, ob es da vielleicht schon irgendwas gleich mal auftaucht. Weil es geht eigentlich immer um negative Gefühle, meistens so das Gefühl, hilflos gewesen zu sein, ausgeliefert zu sein. Und als Kind und auch als Erwachsener mag man dieses Gefühl nicht sehr gerne. Als Kind kann man es gar nicht fühlen, weil es einfach schrecklich ist und spaltet sich da ab. Und da gehe ich wirklich rein und lasse den Klienten das einmal fühlen. Und während er dieses Gefühl fühlt, weil es ist so, wenn du es nicht fühlst, dann kommt das Universum und gibt dir immer wieder Situationen, wo du wieder die Möglichkeit hast, das gleiche Gefühl wieder zu fühlen. Deswegen ist es wichtig, es einmal durchzufühlen oder wie wir bei Free Spirit sagen, integrieren, auffühlen. Mhm. Und das macht bei mir der Klient dann auf der Liege ganz gemütlich. Also da gehe ich noch einmal mit ihm, sage ihm, er soll noch einmal seine ganze Kindheit durchgehen, alles fühlen, was da ist. Und in der Zeit berühre ich ihn am ganzen Körper, das Fühlen, das Berühren. Ich gebe so energetisches, geistiges Licht durch seinen Körper. Das ist sehr entspannend für den Klienten. Und danach, das dauert dann circa in Summe alles 1,5 Stunden. Und danach kann sich die Wirbelsäule energetisch physisch nachrichten. Sie ist dann aufgerichtet und sie wirkt dann in den nächsten 48 Stunden, richtet sie sich physisch nach. Das heißt, man kann dann einen Muskelkater haben oder man merkt es direkt. Genau. Ja, habe ich schon mal gemacht, habe ich auch erlebt. Ja. Gut, das versteht man jetzt auch, wie das funktioniert. Was kann man sich unter Aura-Schädel verstehen? Ja. Kannst du das ein bisschen erklären? Ja. Kannst du es gut erklären? Ich hoffe, ich kann es gut erklären. Also in die Aura, auch da ist alles gespeichert. Und zwar nicht nur von dem Leben, sondern auch von den Vorleben. Was ist Aura aus deinem Verständnis? Also? Die Aura ist der Astralkörper, den wir drüben haben. Da gibt es auch mehrere Astralkörper. Die geht bis zu 2 Meter kann der weggehen. Also diesen direkten oder im Weiter. Ich arbeite im direkten Feld. Ja, also grundsätzlich ist meine Ambition, und da mache ich auch eine Energiereinigung, dass sie mit der Aura in der Mitte sind. Ne? Weil wenn man mit der Aura eher vorne ist oder eher hinten ist, ist man, also überhaupt wenn man diagonal ist, ist man außerhalb der Mitte. Mhm. Vorne, hinten ist oft, wenn man vorne, wenn man etwas plant, wenn man nach vorne schaut, dann ist man eher vorne. Wenn man sich entspannt, ist man eher hinten von diesem Aurafeld, ne? Ja. Von dem her. Und ich mache immer zuerst eigentlich eine Energiereinigung, wo man einfach so in die Mitte kommt. Das heißt, es ist eine energetische Reinigung von Schuld, von Scham, von Fremdenergien, von Geburtstraumen, so in der Richtung. Und im zweiten Schritt erst gehe ich, oder eigentlich im zweiten Schritt nicht erst, sondern da gehe ich dann an die Vorleben, an Altlasten. Weil auch das ist in der Aura gespeichert. Es gibt zum Beispiel Menschen, die halten kein Halstuch aus, keinen Schal oder kein Rollkragenpullover. Die sind in irgendeinem Leben wahrscheinlich aufgehängt worden, erwürgt worden oder so. Und das kann ich reinigen. Mhm. Das reinige ich dann richtig mit chirurgischem Besteck. Da schneide ich richtig so das Seil runter. Also das ist recht spannend. Und ja, da gibt es Familienflüche, also ganz viel. Das teste ich kinesiologisch aus mit dem Klienten. Und dort, wo was ist, kann ich ja dann entsprechend reinigen. Und das bewirkt schon ganz viel körperlich, wenn nur das einmal weg ist. Und im dritten Schritt gehe ich dann an die richtige Operation, die ich dann entweder in der Aura führe, also ohne Berührung des Körpers, also wirklich nur oben, da kann ich Spritzen geben, da kann ich mit Skalpell schneiden, ganz normal. Oder, was ich aber meistens mache, mache ich es im Anatomiebuch auf dem Blatt. Da kann ich nämlich wirklich mit Skalpell reinschneiden, also schon mit einem Schutz drauf. Ja. Der Klient haltet nur seine Hände drauf und ich verbinde mich mit ihm. Also dieses
Bild wird mit seinem Knie zum Beispiel verbunden und ich kann ihn da richtig einen neuen Meniskus rein sogar setzen. Ich kann Spritzen geben, ich kann Akupunktur geben, den ganzen Rücken entspannen, das Becken entspannen. Und auch bei der Akupunktur, da geht es in 6 verschiedene Schichten bis zu den Knochen. Das geht in der Schulmedizin, also in der normalen Schulmedizin nicht, weil da kann ich nur in der Oberfläche rein. Ne? Ja, dann haben wir auch schon, was ist Kybernetik. Bio-Kybernetik, das ist auch ganz spannend. Das verwende ich gern, wenn Menschen chronische Beschwerden haben, wenn es wirklich weh tut. Oder Verkühlung zum Beispiel. Meine Enkelkinder kommen schon, wenn sie einen Schnupfen haben, bitte Oma, macht das. Da habe ich einen Stift, der ist ähnlich wie ein Bleistift und hat eine Spitze ähnlich wie ein Zahnstocher. Und dann gebe ich Nervenimpulse auf die Haut und das gibt den Impuls ans Hirn neu steuern. Bei Bio-Kybernetik heißt steuern. Kybernetik ist Steuerung. Ne? Biosteuerung. Körpersteuerung, genau. Und so kann der Körper einfach wieder die Selbstheilungskräfte aktivieren. Und man merkt es bei diesem relativ schnell. Also, genau. Ja, was hast du hier? Du hast ja schon gesagt, dieser Multiwellenoszillator, ja. Genau. Das ist habe ich noch nicht gesehen. Nein, das ist auch ganz ziemlich neu wieder da. Also der Russe Lakowski hat den entdeckt 1933er Jahren. Da war das gang und gäbe. Da war das in vielen Ländern, in vielen Krankenhäusern normal zur Krebsheilung. Weil das geht mit Stromfrequenzen, das sind Tesla-Spulenträgern und schicken Billionen von Frequenzen durch den Körper. Und die gesunden Zellen schwingen alle gleich, die Kranken schwingen anders. Und mit diesen Billionen von Frequenzen, da wischt man alle Zellen, die falsch schwingen oder nicht richtig schwingen, und bringt sie in die gleiche Schwingung. Und er hat damals ganz viel Erfolge gehabt, das ist bei uns dann verboten worden, es ist in Europa. Also es ist noch immer kein anerkanntes Therapiegerät, muss ich dazu sagen. Braucht sie ja gar nicht sein. Wichtig ist, wenn die Menschen sagen, hey, es gibt ja was. Ich gebe mir es für mich. Nicht? Ich belange mich selbst. Nicht? Es ist bei mir auch nur, ich vermiete es praktisch für eine Viertelstunde. Jeder kann sich draufsetzen und selbst seine Erfahrung machen. Ja. Den Vorteil hat es ja dann ein gewisser Dr. Fischer, in 2021 entdeckt, dass auch Schwermetalle entgiftet. Also ziemlich stark. Dass das Yin-Yang ins Gleichgewicht kommt, dass Sympathikus, Parasympathikus ins Gleichgewicht kommt, die Meridiane alle wieder, also es hat eine vielseitige Ziel. Oder, man muss ganz einfach einmal ausprobieren, dass man muss ausprobieren, ja genau. Das hätte einen weiten Weg seit dir hergefahren, damit wir da das Gespräch führen können, weil ich schon so neugierig geworden, weil es mich interessiert, was für Menschen alles gibt, die was die verschiedensten Arten von Techniken anwenden, dass ihnen das über besser geht und dann sie in den Dienste von Menschen stellen und sagen, okay, ich stelle da mein Wissen und das alles zur Verfügung, es liegt an dir, dass du was magst. Was für Botschaft hast du für die Menschen da draußen, egal welcher Krankheit oder welcher Denkmeinung sie sind, politisch oder religiös oder ländermäßig, wofür eine Botschaft ist dir wichtig? Also meine Botschaft ist, dass die Menschen in die Eigenverantwortung gehen sollen. Niemand kann dich heilen, sondern du kannst es nur selbst. Der Körper kann sich selbst heilen. Das heißt Eigenverantwortung, wie du schon sagst, man muss ins Tun gehen. Man kann nicht sagen, bitte mach mich gesund, das geht nicht. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und was ein wichtiger Punkt ist, Vertrauen. Das Vertrauen in dich, in deine Gefühle, das Vertrauen in Gott. Und dann handelst du richtig und dann bist du glücklich und dann bist du gesund. Gut zu hören, was du gesagt hast, das Vertrauen in sich. Ja. Ja. Und von mir gefreut, mit dir das Video zu machen. Danke. Bitte, hat mich gefreut. Ja, hat mich auch gefreut.